Hallo und Glück auf zum Legendentalk. Heute wieder mit Klaus Fischer und Rüdiger Bramtschek. Wir haben alle mal, wir haben mehrmals tief Luft geholt und durchgeatmet, haben ein paar Tage sacken lassen. Eigentlich hätten wir auch direkt sprechen können und sollen, aber wir wussten ja gar nicht, was alles passiert und es ist eine Menge passiert. Erstmal da draußen an euch Zuseher, Zuseherinnen, vielen Dank fürs Unterstützen, weiterempfehlen. Denkt dran, uns zu abonnieren, damit wir weiter wachsen können und damit der Abi. Er hat sich, glaube ich, wieder ein bisschen beruhigt, oder? Auch ich drei Tage immer. Ja, lass uns doch ganz kurz erstmal über das Spiel nochmal sprechen. Ich habe hier noch die Statistiken so liegen. Wenn ich das dann alles sehe, da ist die X-Goals, die sind ja ganz wichtig, ne? Wie viele mögliche Tore hätten geschossen werden können. Das Endergebnis, wir erinnern uns, 3-5. Es ging aus für X-Goals, 4-2 für Schalke und 1,4 für Darmstadt. Also so schlecht machen wir wohl nicht. Bitteres Spiel. Wie habt ihr das Spiel verarbeitet? Ja, ich muss ehrlich sagen, wir waren alle enttäuscht, nachdem man 3-0 führt, bis kurz vor Halbzeit, und verliert dann 5-3. Diese Mannschaft ist nicht fit. Das haben wir schon gezeigt in Nürnberg, wo sie die erste Halbzeit relativ gut gespielt haben, auch geführt, und dann chancenlos waren in der zweiten Halbzeit. Und Darmstadt war ja nicht überragend, sondern wir haben nachgelassen. Wir waren ja stehend K.O., wenn ich mich daran erinnern kann, wie Kaminski über die eigene Beine gefallen ist. Da muss ich ehrlich sagen, was machen die? Und was mich eigentlich stört, ist, dass wir in den letzten drei Spielen, gerade in der Innenverteidigung, immer andere Leute gespielt haben. Wenn man sich zurückerinnert, gegen KSC, wer da gespielt hat, dann die beiden Jungen in der Innenverteidigung gespielt haben, auch nichts. Und jetzt haben sie wieder Kaminski ausgegraben. Der hat gespielt mit Karas zusammen. Und ich habe es ja immer gesagt, und das verstehe ich auch. Der Gizé, wenn du mit dem sprichst, wenn du mit dem das trainierst, weil der hat die Qualität, das heißt, kopfverstärkt, Schnelligkeit und Fußball spielen kann auch ein bisschen. Aber den haben sie rasiert, nachdem er kleine Fehler gemacht hat, war der immer wieder raus. Verunsichert, haben ihn total verunsichert. Und wenn man dann mit Callas und Gizé, wenn man in die Saison geht und weiterhin bis zum Schluss, glaube ich, haben wir ein Tandem in der Innenverteidigung, wo sich sehen lassen kann. Aber wenn man immer wieder wechselt, macht der rein, weil den seine Spieler spielen sollen und so weiter, dann funktioniert das nicht. Dann sind alle verunsichert und nach vorne ist das Gleiche. Wir haben zwar drei Tore gemacht, aber so toll wurde auch nicht gespielt. Und das war jetzt mal gegen Darmstadt. Ich habe zu meinem Enkel gesagt, das war neben mir, habe ich gesagt, ich habe den zweiten Absteiger hier gesehen. Das ist Darmstadt. Die konnten ja gar nichts. Die haben auch nicht mehr gemacht, nur wir wurden schwach. Wir wurden schwach. Und deswegen gab es dann, ja, dann haben sie Lunte gerochen. Weißt du, wie man im Fußball weiß, man ja auch. Da fällt das 3-1 kurz vor der Halbzeit und 11 Meter, weil wie der dazu kam, da mit der Hand hinzugehen oder was, weiß ich nicht. Und dann bei 3-2, ja, hallo, muss ich wieder sagen, hallo, dann geht ein Ruck durch die gegnerische Mannschaft und die anderen werden unsicher, bis geht nicht mehr. Und dann kommt das bei raus, was bei rausgekommen ist. Eine 3-5 Niederlage gegen keinen überragenden Gegner, da muss ich auch so sagen. Also Fitness-Aspekt habe ich so noch gar nicht im Schirm gehabt, siehst du das ähnlich? Also, ich sag mal so, ab der 75. Minute hat man schon gesehen, speziell bei Callas, dass der natürlich nicht 100% fit ist. Ich sehe das ja ein bisschen anders, ein klein bisschen anders als Klaus jetzt auch noch, weil im Endeffekt ist es ja so, ich habe ja gesagt, letzte Sendung, man darf die nicht zu leicht nehmen. Ja? Die können kicken, wenn da ein bisschen Ruck reinkommt in der Truppe,
Die haben ein paar sehr gute Spieler, vorne vor allen Dingen, da muss man einfach sagen, ich weiß jetzt nicht, wie der Siebener Lindberg heißt er? Ja, auf jeden Fall, den habe ich super gesehen. Also da hätte ich mindestens, da gebe ich ihm Klaus recht, ja, da hätte ich mindestens den Sanchez ab der 60. Minute auf den gejagt und hätte gesagt, pass auf, geh keinen Zentimeter weg, weil das war der Einzige, der vorne richtig Musik gemacht hat. Aber das heißt nicht weg, nicht ein Meter, sondern einen halben Meter dranbleiben, dass du den aus dem Spiel kriegst. Ja? Und das ist wieder das, was ich gesagt habe, Gerrits kann kein Spiel lesen. Er sieht die Fehler unserer Mannschaft nicht. Und ich glaube, daran ist er eigentlich hier gescheitert. Ganz einfach. Wenn ich sehe, was der danach ausgewechselt hat. Ja, wir sind in Rückstand und nimmt zwei, einmal Younes und hat er noch runtergeholt. Zilla holt er runter. Da frage ich mich nur, ich bin doch zu Hause. Ich muss doch wieder aufholen. Ja, ich muss doch gucken, dass ich noch die wichtigen Leute drin lasse. Der kam rein, ja, der stolpert gleich über seine Beine. Aber da wissen wir doch alle, dass der irgendwie nur eine bestimmte Sache machen kann und den kannst du 3-4 Minuten reinschmeißen, aber nicht fast eine ganze Halbzeit. Ja, und das ist das, was ich immer gesagt habe. Du musst ein Spiel lesen können. Wenn du als Trainer kein Spiel lesen kannst, dann bist du im Arsch, ganz einfach. Und das ganz wenige Trainer, vielleicht hat Ben Manga, ist ja zurzeit immer mit seinem Atletico Madrid, so einen Trainer möchte ich gerne haben. Aber so ein Trainer, der schon 15 Jahre da ist oder wie lange, der sieht aber auch, welche Fehler da gemacht werden. Wir haben hier bis jetzt viele Trainer gehabt, die das nicht erkannt haben, wo und wann man auswechseln muss. Ganz einfach. Und in dieser Situation, die wir jetzt wieder sind, wie der Klaus schon gerade gesagt hat, jetzt sind wir wieder unten reingerutscht. Jetzt wird es richtig schwer. Auch ich habe auch gesagt, Münster, warte mal ab in Münster, was da los ist. Münster gewinnt 3-0 in Regensburg. Da hätte doch kein Mensch mit gerechnet. So, aber die wollen auch drin bleiben in der Liga. Und das ist eine Truppe, die sicherlich nicht groß Fußball spielt, aber was sie haben, Herz, Gas geben, bis zum Erbrechen und probieren, in der Liga zu bleiben. Und das ist zurzeit bei uns, vermisse ich das. Ja, dieser letzte Wille zu sagen, hör mal Jungs, wir führen 3-0, also ich bitte euch. Ja, aber ja, der hätte ja reinkommen müssen, der Trainer normalerweise in der Halbzeit hätte sagen müssen, hör mal, glaubt ihr nicht, mit 3-0 seid ihr durch. Dann hätte Steve vielleicht, dann hätten der ein oder andere nochmal ein Ohr aufgemacht und er sagt, wir führen doch 3-0. Ja, aber 3-0, weiß wie schnell das weggeht. Aber wir sind ja schlechter geworden. Wir waren ja nicht in der Lage, konditionell mitzuhalten. Die Darmstädter, ich habe da nichts Großes gesehen, was die gemacht haben. Ja, gebe ich dir nur recht. Die haben ihren Stiefel weitergespielt und das hat gereicht für uns. Ja. Und ich sagte nur, der diese drei Tore gemacht hat, der können wir mal beobachten, wie viele Tore in der nächsten Zeit der schießt. Der schießt in der Vorrunde keine 5 Tore mehr. Da bin ich überzeugt von. Ja. Aber wenn die nachlassen, wie wir waren ja stehend K.O., da konnte keiner mehr laufen. Ja, aber das musst du aber auch sehen als Trainer. Scharnberg, der läuft da rum und der trabt nur noch ab 60. Minute ist er da rum. Der hat bis dahin gar nicht so schlecht gespielt. Aber dann muss ich ihn auch mal rausnehmen, einfach sagen, da muss ich jetzt einen neuen Jungen reinbringen, einen frischen reinbringen. Ja, wenn denn? Aber der nimmt die Falschen raus, Klaus. Der nimmt offensive Leute raus, lässt Defensive drin, ja, die aber auch platt waren. Ja, da muss doch mehrere auswechseln. Ja, da kann er doch. Die Mannschaft auswechseln, das geht nicht. Ja, der wechselt doch eh fast immer 3, 4, 5 Leute aus. Also ich bitte dich, da kann er jetzt in der Situation auch mal auswechseln. Also. Aber ich weiß nicht, was die in der Vorbereitung und beim Training machen. Aber wenn die Mannschaft am 6. Spieltag so aussieht, als wenn sie nicht fit wären, da stimmt irgendwas nicht. Aber wir haben das Training nur gesehen. Ja. Also, ja, war das. Wo wir gesehen haben, wo 5 Leute gewartet haben, bis sie dran kamen. Ja, die 10-jährigen Jungs in der Fußballschule haben auch so trainiert. Ja, so. Weil da konnte er nicht fit werden, wenn die alle, weiß nicht wie viele Minuten, auf 30 Meter zu laufen. Ja. Wie geht das?
Aber ich muss auch zu sagen, dass wir noch, ich habe das nur diese Einheit gesehen und die paar Minuten da, alles andere habe ich nicht gesehen. Aber es hat den Anschein, dass diese Mannschaft nicht fit ist. Weil sonst kann ich nicht so untergehen gegen eine normal spielende Mannschaft in Darmstadt, die 3-0 hinten liegen. Nee. Gut, die Ereignisse haben sich ja dann auch überschlagen. Es gab einen Doppelpersonalwumms, wenn wir das so sagen dürfen. Karl Gerhardt musste gehen und auch Wilmot. Die einzig logische Entscheidung und auch richtige Entscheidung, wahrscheinlich ja, ne? Nachdem ihr diese Trainingssessions mal auseinandergenommen habt. Also wenn ich jetzt was zu sagen darf, selbstverständlich. Also wir sind Schalke 04. Ja? Wir haben noch nicht den Anspruch, unten mitzuspielen oder bei 60.000 3-0 führen und verlierst 5-3. Ist doch klar, dass die Nordkurve sagt, sag mal, was ist los? Was macht ihr hier? Ja, dass natürlich, dass die Jungs sich in der Nordkurve zum ersten Mal, seitdem ich jetzt hier diesen Talk mache, sehe ich auch zum ersten Mal, außer einmal in Karlsruhe am Anfang, da haben sie auch ein bisschen Stoff gekriegt. Jetzt haben sie hier auch mal wieder Stoff gekriegt. Also das, ich hoffe, dass die, die da unten standen, mal langsam wissen, ja, was hier los ist. Denn wir glauben immer, ich habe auch gesagt, der Kader ist gut, gar kein Thema. Aber der Kader, der muss richtig aufgestellt werden. Du musst mal mit einer Mannschaft länger spielen, was Klaus gerade gesagt hat. Innenverteidiger raus, der eine, dann ist ein Kindergarten, dann ist das, dann ist das. Nein, du musst eine Mannschaft finden und so schnell wie möglich. Und die musst du spielen lassen. Und wenn du das nicht machst, kriegen wir hier richtig Schwierigkeiten. Weil das Potenzial in der Mannschaft ist genug da. Davon bin ich fest überzeugt. Nur man muss die Spieler finden, die auch 100% geben wollen. Und wenn du die einmal hast, dann ziehen die anderen auch von hinten nach. Aber solange wie du pausenlos hingehst und sagst, der muss raus, der muss rein, der muss raus, der spielt auf der Position, der spielt auf der Position. Es ist immer ein Gewurschtel gewesen und keiner konnte sich so richtig einspielen mit der Truppe. Ja? Und das ist für mich das Wichtigste. Ich glaube einfach, wenn man eine Mannschaft spielen lässt und man hat da Vertrauen zu, dann ist es so. Ich kann nicht hergehen als Trainer wie Gerhard und sagen, Kinderfußball. Ja, aber ich trainiere nächste Woche mit denen. Verletzen sich 3, 4. Muss ich den Kinderladen wieder da reinsetzen? Das sind doch Äußerungen, die ich nicht machen darf als Trainer. Ich muss denen sagen, hör mal, kommt mal her, ihr habt das und das falsch gemacht, ich zeige euch das mal. Aber in der Öffentlichkeit kann ich doch nicht hingehen, nur weil sich zwei Leute nicht verstehen im Verein. Das funktioniert nicht. Ja? Und dafür sind wir Schalke 04. Wir wollen oben mitspielen. Jetzt stehen wir wieder an drittletzter Stelle. Und du spielst in Münster. Die Münsteraner, die haben mit Wasser erst bis hier stehen gehabt. Jetzt haben sie auf einmal schon hier. Da sagen sie, wenn Schalke kommt, warte mal ab. Da gibt es Langes. So, wir kommen aber verunsichert hin. Ja? Und das musst du, jetzt musst du so schnell wie möglich, ich hoffe, der Jakobs, der findet da die richtige Truppe. Es ist für den Jungen auch schwer, ja, als U23-Trainer da sich hinzustellen und da jetzt eine Mannschaft zu finden. Es ist natürlich auch die Frage, kennen die denn an? Ja? Hat er so viel Ausstrahlung, dass er die Jungs auch packt? Ja? Und das muss der Verein entscheiden, was da passiert. Das mit den Trainern war von vornherein klar, wenn das in die Hose geht gegen Darmstadt. Die waren ja schon, in der Presse haben wir es auch gelesen, das ist so ungefähr die letzte Chance. Ja. Und das war eben so, nach dieser Vorstellung war für mich klar, dass was passiert. Ob dieser junge Mann es schafft, das ist ja wieder die andere Frage. Weil er steht auch mit der U23 nicht toll da. Nein, der hat 5 Spiele auch hintereinander jetzt verloren. 5 Spiele hintereinander verloren. Da muss man mal abwarten und was man so gelesen hat. Sondern es ist 2 Spiele sein, weil länger darf er nicht, weil er keine Lizenz hat. Mm. So, jetzt müssen sie schauen. Oder wir müssen unsere Lizenz geben. Meine Lizenz ist abgelaufen. Vorbei. Ja, gebe ich ihm meine. Ich habe keine Fortbildung mehr weitergemacht. Bei einem gewissen Alter soll man aufhören, wenn man in den Spiegel schaut.
Und wenn man sieht doch noch gut aus, man, Klaus. Wenn man seinen Ausweis, man auch schon, aha, das ist gut. Nein, aber es ist ja wieder schwer. Wen holst du? Da bin ich echt gespannt. Und wenn ich jetzt eine Mannschaft vorfinde, es gibt dann Länderspielpause, da muss ich denen im Training den Arsch aufreißen, bis geht nicht mehr, damit die fit werden. Und wenn sie fit sind, dann sind mit diesem Kader müsste es klar sein, dass wir nicht im Abstieg länger rumwühlen da bis zum Schluss, sondern ein bisschen früher rauskommen. Aber eine Mannschaft, die nicht fit ist, die, und man tut nichts dagegen, die kriegt Probleme bis geht nicht mehr, weil die kommen die Unsicherheit dazu, dann du verlierst die Spiele und da kommen viele Faktoren zusammen, wo es nicht mehr funktioniert. Und in erster Linie haben wir immer gesagt, eine fitte Mannschaft, die sich zusammensetzen, zusammen sprechen über die ganze Situation, die kommt da raus, weil sie ein bisschen Qualität hat. Aber eine Mannschaft, die nicht fit ist, die kriegt Schwierigkeiten. Also bei mir, ich weiß ja, diese Schwierigkeiten fangen bei mir zum Beispiel im Training an. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, zweimal hinter mit CC, Theater, Torwarttheater, Karaman-Theater. Ja, ich weiß gar nicht, was kümmern die sich, was der Junge macht. Ich bin Kapitän. Ich kann nach dem Spiel mal hingehen oder nach dem Training hingehen und den an der Seite nehmen, sagen wir, pass mal auf. Du musst jetzt hier ein bisschen was machen. Mir ist aufgefallen, dass das und das. Aber das bringt doch nichts, wenn ich mich... Und das ist doch das, was ich immer sage. Es darf doch keiner einen anderen Spieler kritisieren. Der Einzige, der das darf, ist der Trainer. Und wenn der Trainer sagt zu ihm, hör mal, du unterläufst jetzt hier zum dritten Mal den Ball, dann hört er auch zu. Kommt zum Beispiel ein Freund aus der Mannschaft und sagt, hör mal zu, aber das gefällt mir hier nicht. Dann gibt es Stress. Und da fängt es schon mal an. Da fängt es wieder an, ja, dass die Mannschaft sich auseinanderpflückt. Da sind 5 Leute für den und 5 Leute für den. Und schon hast du Theater in einer Mannschaft. Das darf doch nicht passieren. Da gehe ich doch als Trainer und sage, hör mal zu. Jetzt reicht's, komm. Ey, Schluss aus jetzt hier. Ich will hier nichts mehr hören. Wenn der einer was entscheidet, entscheide ich. Aber die dürfen doch, wir haben doch auch früher gespielt. Es ist doch nicht so, als wenn wir uns untereinander die Köpfe eingehauen haben. Wenn der Klaus dann irgendwo hingekommen ist und hat gesagt, du, pass mal auf, komm mal her, dann wurde das unter 4 Augen besprochen, aber nicht irgendwo in der Öffentlichkeit. Und das ist das Schlimmste überhaupt, wenn eine Mannschaft, und deswegen sage ich dir, ist ja zurzeit noch keine Mannschaft da. Ja, weil die untereinander rapfen sie sich auch die Köpfe ein. Jeder achtet auf jeden, aber auf sich selber achten die gar nicht. Und das ist das Problem. Ja, und das muss man, da muss man als Trainer aufpassen. Und das finde ich, da fängt es schon an. Da fängt es an. Ja, und wer jetzt hier Trainer wird, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Ja, das ist eine schöne Aufgabe für Ben Manga, ich weiß nicht wen. Aber bitte holt nicht wieder irgendeinen, der schon 100-mal was trainiert hat. Ja, den wissen wir auch alle, was die können. Ja, aber... Holt doch mal irgendeinen, der wirklich ein Spiel lesen kann und der auch mit den Jungs vernünftig arbeitet und die dich vernünftig weiterentwickelt. Das ist das Einzige, wo ich mich jetzt wirklich mal bei Ben Manga melden würde. Ja, aber wer ist das? Ja, haben jetzt Zeit genug. Ich wüsste keinen. Muss ich ehrlich sagen. Ja. Also wenn die Namen immer hörst, wer da kommen soll wieder und lieber wird und da wird der rausgeschmissen, soll lieber wird und Breitenreiter und der und der und der und der. Ja, hallo, die haben wir alle hier schon gehabt. Ja, da muss Ben Manga eben mal sagen, dann muss er zeigen, dass er was kann und dann muss er jetzt mal einen holen, der passt. Ganz einfach. Das traue ich dem sogar zu, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich finde den Kader wirklich nicht so schlecht, den er zusammengestellt hat. Ja, wenn der Kader nicht so schlecht ist, dann, wenn er fit ist, dann muss was anderes kommen. Fit muss er sein, gebe ich dir recht, Klaus. Die Spieler müssen fit sein. Und mit der aber das liegt ja nicht am Ben Manga, am Gerets. Am Felix Magert, so. Was der den Gas gegeben hat. Ja. Die haben mitgemacht, eine gewisse Zeit, haben Erfolg gehabt, aber dann haben diese Spieler die Schnauze voll gehabt. Warum, weiß ich nicht. Das gehört nun mal dazu, dass du in der Vorbereitung, im Training,
der macht ja nicht jeden Tag, gibt er Gas, sondern Dienstag, wo Konditionstag ist, dann vielleicht Donnerstag Sprinttraining, all diese Dinge. Mit, wir haben ja früher auch gespielt, Sturm gegen Abwehr, als Beispiel. Das war Wettkampf. Wenn ich gegen Rolle Rüssmann gespielt habe, ja, oder das mit Helmut Krämers, das war Wettkampf. Und das bringt dich weiter. Weil das war im Wettkampf warst du auch denn das 1 gegen 1. Da brauchst du ja auch Training, Training. Und der andere hat das Spiel auch. Training wie Spiel. Ja. So, wenn du das nicht machst, dann reißt das irgendwann ein und dann ist es so. Ja? Dann sehen die das Training nur noch, um da zu sein, um Feierabend. Aber es geht doch im Training, um was zu lernen. Es geht doch im Training, ich trainiere doch nur deswegen, weil ich noch was lernen will. Oder wie der Klaus sagt, ich muss konditionmäßig, muss ich was tun, dass ich die kreuz und quer irgendwo hinjage. Ja? Aber ich muss doch gucken, wenn ich im Training bin, da will ich doch vernünftig einen Ball annehmen. Das kann ich im Spiel bei 70.000. Wenn er mir da fünfmal wegspringt, dann schreien die auch immer, was bist du denn für einer? Ja? Aber das ist doch, Training ist doch dafür da, um Sachen zu üben, um das im Spiel weiterzubringen, um das im Spiel für dich oder für die Mannschaft einen Vorteil zu finden. Ja, und das sehe ich, und das habe ich hier in der Entwicklung nicht gesehen. Tut mir leid. Man hat ja gesehen, die Spiele, wo man verloren hat, in Nürnberg. Ja. Das war die zweite Halbzeit, ja, wir haben uns auch geguckt, das gibt es doch überhaupt nicht. Hier war das Gleiche, noch eine 3-1-Führung, da man so untergeht, das hat mit Kondition zu tun. Da bin ich hundertprozentig überzeugt, und dass die Mannschaft einfach nicht fit war. Aus. Ja, wie lange dauert denn sowas, bis man jetzt eine Mannschaft so hinkriegt, dass sie wieder mithalten kann? Ja, du musst ja wieder das Training komplett umstellen. Eigentlich, du kannst ja jetzt keine Ausdauerläufe machen, weil wenn du jetzt anfängst mit Ausdauerläufe, kommst du ja immer tiefer rein, weil die Spritzigkeit dir dann ja irgendwann fehlt. Ja, also musst du Schnelligkeitstraining machen, Schnelligkeitsausdauertraining machen. Das heißt, kurze 50, 100 Meter Sprint, 200 Meter Sprint, dass das irgendwo wieder nach oben kommt. Aber du kannst jetzt in der Vorbereitung mit Klaus Reh, du kannst jetzt nicht anfangen, Waldläufe zu machen. Zum Beispiel, nehmen wir nur ein Beispiel, Sturm gegen Abwehr, das kann ich spielen. Das kannst du auf sicher spielen. Ja, ich kann immer ein bisschen kleine Pausen dazwischen machen, ja. Gar keine Frage. Aber das kann ich, und das fördert dich. Da bin ich auch überzeugt. Ja, da ist auch alles drin. Ja. Alles drin, was du im Spiel auch brauchst. Ja. Ja. Na, so mit Abschlüsse, aber da wurde keine Rücksicht genommen. Nee. Der Rolle hat nicht Rücksicht auf mich genommen. Nee. Und ich wollte natürlich. Und trotzdem, dass er ein guter Freund von dir war. Auch weil mein guter Freund war. Keine Rücksicht. Ja. Ja, aber das bringt dich weiter. Nichts anderes. So ist es. Da bin ich gespannt. Also die nächsten Tage werden auf jeden Fall spannend, alleine weil ja schon mal darum geht, wer wird der Trainer und was kann Jakob Fimpel für die zwei Spiele alles bewirken. Also darüber werden wir wahrscheinlich dann auch nächste Woche nach dem Spiel gegen Münster sprechen. Aber wir haben ja noch hier, lass uns das Negative einfach mal beiseite fallen. Ihr hattet dann eigentlich auch ein schönes Wochenende. Ne? Der Klaus, der war mehrmals groß auf dem Würfel zu sehen beim Spieltag. Ich habe es zumindest gesehen. Der Abi war bei Sky. Was haben sie dich denn so gefragt? Hast du ordentlich Werbung für Legenden-Talk gemacht? Oder bist du der neue Trainer? Wenn ich ehrlich bin, habe ich es vergessen. Aber warum? Aber ich glaube, uns sprechen so viele Leute an, wenn wir ins Stadion kommen. Ja, wir freuen uns auf euren Legenden-Talk und. Also man sieht ja, die Leute hören schon zu, und die vielen Schalker, die mich jetzt auch immer ansprechen und sagen, hör mal, finde ich gut, was ihr da macht und. Sicherlich ist der eine oder andere, meine Güte, man kann nicht jedem Menschen alles recht machen. Da gibt auch viele, die sagen, hör mal, ihr beiden alten Säcke, hört mal auf langsam, ja, und. Nur ich bin ja noch ein bisschen jünger als der Klaus. Ja, aber ich sehe jünger aus. Stimmt natürlich, der Sacke. Ja, ich muss mehr Creme, ich muss mehr Nivea-Creme nehmen. War ja auch noch Reklame für Nivea. Und der Bart auch nicht. Und der Bart auch. Ich bin ja 10 Jahre jünger aus, glaube ich. Ja, man muss auch sagen, man geht ja hin in der Erwartung, dass wir die Spiele gewinnen, dass wir auch einen guten Fußball, erfolgreichen Fußball sehen, um irgendwann wieder in der Bundesliga zu spielen. Aber das ist immer,
eine Wiederholung, was ich da sage. Aufsteigen, gut und schön, aber die Mannschaft muss konkurrenzfähig sein oben. Aber bis dahin, so schaut es im Moment überhaupt nicht aus. Wenn man die Tabelle anschaut, ja, und die Spiele anschaut, wie wir gespielt haben, ja, da wird man schon wieder Angst und Bange, dass wir zittern müssen die ganze Saison. Also, das ist für den Verein 180.000 Mitglieder, jedes Mal 60.000 im Stadion. So viele Schalker, wenn wir irgendwo sind, bei Jubiläumfeier, 25 Jahre Fanclub, begeisterte Schalker, und dann müssen sie sich auch sowas anschauen. Ja, das ist, tut eigentlich eigenen einen weh, wenn man das so sieht. Wir können nichts machen. Aber ich sag mal so, wenn du ins Stadion reinkommst, es waren doch sehr viele, viele, viele Leute, die gedacht haben, dass wir Darmstadt weghauen. Also ich habe auch gesagt, wenn du die weghauen hättest, 7 Punkte, dann kannst du vielleicht mal in Münster jetzt fährst du natürlich nach Münster hin und ja, hoffentlich verlierst du nicht, weil dann rutscht du noch tiefer rein. Weil die anderen beiden haben jetzt wieder ein Heimspiel und wir ein Auswärtsspiel. Das könnte dann auch in der Tabelle noch ein bisschen anders werden. Nur als ich hier unten hinkam, habe ich auch mit vielen Leuten geredet, unter anderem auch mit Thiermann, der stand ja auch da, der war auch, der stand da und sagt, boah, heute müssen wir gewinnen und so. Da sage ich, ja, du hast recht, du musst gewinnen. Ich sage, und sonst eigentlich gar nichts. Ne? Also alle Leute, die ich da unten getroffen habe, die hätten alle auf einen Sieg, alle hätten ja auf einen Sieg gewettet, und so war es ja eigentlich auch. Ja, also ja, die hatten ja bis dahin auch nur einen Punkt. Ja? Und Braunschweig hat ja auch einen Punkt, aber 5-1 gewonnen. Hat ja jeder mitgerechnet, dass wir gegen Darmstadt gewinnen. Aber die haben ihren Patron, mehr können ja auch wahrscheinlich, aber wir haben total versagt. Wir haben nachgelassen. Wir haben dafür gesorgt, dass Darmstadt wieder ins Spiel kam. Und wenn du 3-0 führst, kurz vor der Halbzeit, auch wenn du ein 3-1 kriegst, wenn du dich richtig gegenstemmst, dann darfst du gegen diese Mannschaft, die wirklich für mich keine Klasse hat, dass wir da so untergehen. Gutes Schlusswort. Ja. Wir lassen es weiter sacken, werden hoffen und bangen, dass wir am nächsten Samstag 20.30 Uhr übrigens in Münster die ersten Punkte nach dem neuen Trainer holen. Ja, du bist da immer unsicher, wenn du unten stehst und reinrutscht, und da ist was los in Münster, da bin ich überzeugt von. Da glaube ich auch. Ja, ich hoffe, dass sie das mal hier reinkriegen. Ja. Da immer gegenhalten von der ersten bis zur letzten Minute, so gehst du wieder unter. Das war aber jetzt das Schlusswort. Danke und Glück auf. Glück auf, René.